zu meiner Fasten-Challenge. Und zwar, big news, ich habe mir das Fasten schon wieder gebrochen. Ja, also es ist einfach so gekommen, dass dieser Termin so schlecht ist für mich, diese 4 Tage. Ich bin mehrmals zum Essen eingeladen, heute schon und am Mittwoch auch schon. Das bedeutet, ich kann es einfach nicht durchziehen. Ich hätte es jetzt sehr gern gemacht, aber egal. Denn ich mache es einfach ab Donnerstag. Ab Donnerstag 4 Tage Fasten, 100%ig. Das werde ich mir auch so richten, dass es so passt. Keine Termine, wo ich essen muss, sondern wo Getränke auch nur gehen, beziehungsweise Wasser oder Tee. Und ab Donnerstag, egal was kommt. Da komme ich eigentlich zum eigentlichen Thema, wo gerade mit dem korreliert. Und zwar geht es darum, wie gehen wir mit Plänen um? Oder wenn wir es planen, wie ich jetzt mein Fasten geplant habe für die 4 Tage. Wenn es doch nicht so kommt, wie man sich das vorstellt. Ist es so, wir müssen flexibel sein. Also ich denke so, im Leben, in der Natur gibt es auch keine geraden Linien. Alles ist im Fluss, alles entwickelt sich einfach von links nach rechts immer weiter und immer weiter. Und so sehe ich auch das Leben. Also, oder ein Plan. Wenn ich jetzt plane, okay, ich muss jetzt fasten 4 Tage und dann kommt aber was dazwischen. Geht nicht, genau diese 4 Tage. Dann muss ich mich deswegen nicht fertig machen und alles abblasen, also die Termine meine ich, sondern ich kann auch einfach danach fasten. Also man kann sich die Welt nicht immer so gerade rücken, gerade biegen. Man kann es probieren, aber ich glaube, das ist sehr, sehr ermüdend. Also schwierig. Also meine Ansicht ist, Leben und unsere Pläne, unsere, was wir auch vorhaben, super, wenn man einen Plan hat. Und ein Ziel, da habe ich auch ein super Tool zum Ziel quasi erreichen oder Ziele setzen. Aber sei es drum, das ist nicht das Thema. Aber nicht gleich herumjammern, wenn es nicht so läuft, wie wir wollen. Also wenn es nicht in der geraden Linie ist. Wenn ich heute ins Geschäft gehen möchte, kann ich auch nicht in der geraden Linie hinfahren. Ich muss ja auch Straße nach rechts, Straße nach links, runter, rauf, wie auch immer. Und so läuft es auch überall. Also wir müssen schauen, dass wir so gut wie möglich in diesem Fluss, wo links und rechts und links und rechts und irgendwann den zum Ziel führt, so gut wie möglich uns anpassen an die gegebenen Umstände. So sehe ich das. Und ja, das Segel setzen. Und nicht so versuchen, nicht so, also diese Kontrolle, die wir alle versucht haben, habe ich das Gefühl, alles kontrollieren zu wollen, alles zu machen. So muss es sein, so muss es sein. Versuchen aufzugeben. Vertrauen. Einfach mal vertrauen. Ja. Und wenn es nicht gerade so läuft, wie man gerade will, okay. It's this or something better. Ja. Und Kontrolle ist echt, wie er sucht. Ich habe ja auch damit natürlich zu kämpfen, wenn irgendwas nicht läuft, wie ich möchte. Aber ich habe mir jetzt so Eselsbrücke gesetzt, wenn ich versuche, wieder was krankhaft zu kontrollieren, dann habe ich was gesetzt in mein Gehirn, das mir sagt, hey, mach auf, du versuchst wieder alles zu kontrollieren, funktioniert nicht. Probier jetzt einmal alles zu kontrollieren. Oh Mann, Mann. Naja, Kontrolle, schwierige Geschichte. Würde ich aufgeben. Vertraut dem Leben einfach mehr. Es ist doch etwas intelligenter, wie mir ein Coach von mir zu mir gesagt hat, it's above your pay grade. Pay rate. So. Also it's above your pay rate. So. Ich glaube, wir werden nie alles durchblicken. Müssen wir glaube ich nicht. Unsere Aufgabe ist, einen Schritt vor den nächsten zu setzen, so gut wie wir können in dem Moment. Unser Bewusstsein wie nur möglich. Und ja, also meine Fasten-Challenge beginnt am Donnerstag. Dort wird sie durchgezogen, aber anderes Thema. Ab heute gehe ich. Bis jetzt war der Herr Zucker guter Begleiter meines Lebens, guter Freund. Ab morgen, beziehungsweise heute Abend,
wird er mich nicht mehr begleiten. Das heißt, ich stelle den Zucker ab. Und ich habe schon einige Male gemacht, aber jetzt habe ich einfach genug. Und das einfach abstellen. Und werde euch immer wieder mal sagen, wie es mir damit geht. Müsste machbar sein. Mal schauen, wie das funktioniert. Aber das nehmen wir jetzt fest vor, ab morgen. Einzige Ausnahme, es gibt nur eine Ausnahme. Meine Frau liebt zu backen. Und natürlich, wenn sie einen guten Kuchen macht, werde ich auch ein Stück mal probieren, essen. Aber ansonsten werde ich keine Ausnahmen machen. Die mache ich, weil meine Frau macht das so gern. Und ja, man muss auch kein Nazi sein. Also mein Gott, wenn ein Stück Kuchen ist, aber sonst mit Zucker, passiert auch nichts. Das werde jetzt angehen. Also danke, Herr Zucker, aber das war's mit uns beiden. Ich mache Schluss. Und ja, wie angekündigt, mein nächstes Video wird wahrscheinlich das Ayahuasca-Video sein. Und ich freue mich schon darauf, mit euch meine Erfahrung zu teilen. Und ja, bis dahin, keine Kontrolle bitte. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Alles Gute.